Tango gegen TTIP, CETA und TISA. Ja, ich freue mich auch schon wieder auf eine politische Veranstaltung, die Spaß macht. Für einen gerechten und solidarischen Welthandel. Letztes Jahr war ja schon Tango gegen TTIP erfolgreich. Genau. Ihr habt das dieses Jahr wieder vor. Oder wir haben das wieder vor? Auf jeden Fall. Also es war ja eine erfolgreiche Veranstaltung im letzten Jahr. Da haben wir auch ähnlichen Zuspruch gehabt wie heute auch. Und insofern kann man sagen, man sollte, um wirklich über unser wichtiges Anliegen, die Probleme dieser Freihandelsabkommen aufzuklären, diese Möglichkeiten weiter nutzen, wenn man merkt, dass Leute wirklich offener werden, durch das Tanzen sich öffnen und für unsere Informationen auch zugänglich sind. Und ich finde, das ist ganz wichtig. Wir müssen noch weiterhin viele Leute aufklären. Und das ist die Schwierigkeit, überhaupt an Menschen ranzukommen. Und da haben wir jetzt immer wieder die Erfahrung gemacht, wie heute auch, dass Menschen einfach aufgeschlossener sind durch Musik, durch Tanzen und auch bereit sind, auf andere zuzugehen und sich auch vielleicht mit ihnen fremden Problemen zu befassen. Lohnt sich das? Ich denke, das lohnt sich total. Also nicht nur, dass wir hier den ganzen Platz einnehmen und den Menschen einen Ort der Begegnung eröffnen, ja, und dass sie zugucken können. Nein, sie können auch noch selbst aktiv werden, selbst das Tanzbein schwingen, die ersten Schritte lernen und sich austauschen. Natürlich lohnt sich das. Und man hört noch spannende Leute, die spannende Dinge sagen. Und das auch noch kostenlos. Also, wenn sich das nicht lohnt, was dann? Ja, also wir freuen uns alle drei und glaube ich auch der Rest des Bündnisses darauf, dass sie alle kommen werden am 24.06. zu Tango gegen TTIP, CETA und TISA. Ja, ich freue mich auch schon wieder auf eine politische Veranstaltung, die Spaß macht. Für einen gerechten und solidarischen Welthandel. Bleibt mir abschließend noch zu sagen, von Münster bis nach Kreta stoppt TTIP, TISA, CETA.